Der Donnerstag ist in Wilkau-Haslau traditionell der Markttag. Bei den derzeitigen Temperaturen sind natürlich nicht gerade viele Menschen unterwegs. Da gibt es auch die Freiräume, sich mal anderweitig umzuschauen. Zum Beispiel am Stand der Polizeidirektion Zwickau. Die Beamten sind derzeit wieder auf der sogenannten Präventionstour. Ja, wir sind da, um die Bürgerinnen und Bürger zu sensibilisieren, welche aktuellen Betrugsmaschen hier wieder aktuell unterwegs lauern, sag ich mal so. Und natürlich auch zum Thema Einbruchschutz sind wir auch unterwegs. Nun geht es ja hauptsächlich um die Älteren. Wie ist denn das Interesse? Kommen immer mal ein paar Leute? Ja, natürlich. Also es ist immer schon ein guter Zulauf. Heute ist natürlich sehr heiß, aber trotzdem finden die Leute ihren Weg hierher. Und da sind wir so froh drüber, dass das so ist. Oft wird beim Enkeltrick oder bei den Schockanrufen hauptsächlich darauf gesetzt, dass im höheren Alter die Reaktionsfähigkeit abnimmt und darauf, dass Senioren sehr hilfsbereit sind. Das wird dann von den Betrügern schamlos ausgenutzt. Aber auch die ganz normale Vergesslichkeit ist ein Problem. Durch eine gekippte Terrassentür sind Einbrecher innerhalb von Sekunden im Haus. Trotzdem will die Polizei hier nicht mit dem erhobenen Zeigefinger belehren. Information, Aufklärung und Beratung sind angesagt. Ja, zum Thema Sicherheit im Alter gibt es natürlich erstmal die Aufklärung. Ich sage immer, Wissen ist der beste Schutz. Und dann gibt es natürlich die Aufklärung dort, welche Gefahren lauern, ob es jetzt an der Haustür ist, ob es unterwegs ist oder am Telefon. Ja, was unser größtes Problem zurzeit ist, diese Schockanrufe, das klären wir auf. Wir haben auch Sachen mit hier, solche Sachen, die dann halt auch mit ausgegeben werden. So ein Aufsteller, um halt einfach dann, wenn man mal so einen Anruf bekommt, den kühlen Kopf zu bewahren. Ja, das ist halt wirklich entscheidend, dass man halt nicht in diese Falle reintritt, sondern überlegt sich, Achtung, hier war doch mal was, der Polizist hat da was gesagt und dann natürlich eine Vertrauensperson hinzuzieht. Wir als Polizei natürlich auch. Und auch geben wir natürlich solche Informationsbroschüren mit. Und das ist natürlich auch immer wichtig, dass man das auch mal den Leuten mit an die Hand gibt, dass sie auch mal abends vielleicht noch mal reinschauen und halt auch die Gefahren dementsprechend einschätzen können und dann gut reagieren können, hoffentlich. Ja. Ein gesundes Misstrauen ist eben doch noch das Beste. Und bei Bedenken, ob das richtig war, was man gerade gemacht hat, die Polizei hilft, nicht erst, wenn es zu spät ist.